Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Janos Murati bei den exotischen Pflanzen zu fangen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu fangen und wie es weitergeht. Schaut im Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Livestream mehr. Heute tun wir diesen Bananenbaum umtopfen. Er hat da 2 Ableger, die tun wir nicht trennen. Da unten. Seht ihr? Ja. Und jetzt habe ich da einen Topf und jetzt zeige ich euch das. So. Jetzt tun wir mal Erde hinein. Jetzt probieren wir mal, dass er so passt. Ja, es passt. Jetzt hole ich mal Erde. So, jetzt tun wir Schild Erde hinein. In der Mitte und auf der Seite. So, jetzt drücke ich mal. Andere Seite gehört auch Erde hinein. Mal reindrücken, 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 reindrücken. Den Kindel schneiden wir mal ab. Der ist nicht notwendig, außer der da schon. Da möchte ich mal wieder einen Ableger abmachen. So. Und Beschreibung zu der Banane tue ich in der Videobeschreibung verlinken. Zu der Pflege und zum Anbau. Zum Anbau und jetzt kriegt der neue Nährstoffe auch, die Banane. Und jetzt kann sie wieder gut wachsen. Jetzt damals angießen die Bananenpflanze. Auf die Blätter kann ich sie auch angießen. Das macht nichts. Und jetzt kann sie nur gut durchwurzeln.
So, jetzt haben wir noch was Cooles. Wir haben Bananensamen. Die tun wir jetzt vorbereiten. Das zeige ich euch jetzt. So. Dann kommt so eine Bananenpflanze raus, was wir gerade umgetopft haben. So, jetzt nehmen wir das Backerl mal vorsichtig auf. So. So, das sind Gott sei Dank in zwei Sackerl eingepackt. Jetzt habe ich in Glas bissel Wasser hineingetan und die Samen. Und jetzt da mal 48 Stunden in Wasser lassen und dann da mal einsetzen. Einsehen. So schauen die Samen aus. Und dann können sie Pflanzen werden. Bis zum zweiten Teil zum Bananen vermehren und wie es weitergeht. Bis zum zweiten Teil der Bananen vermehren und wie es weitergeht. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanalinfo, schaut's bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat. Überall und tut's den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Livestream mehr. Bis zum nächsten Video, der Gärtner Janus Murati. Ciao, ciao.